Stegosaurus, Ceratodus, Tyrannosaurus Rex, Zelinosaurus, Apatosaurus und Triceratops sind sechs. Tauri, Betsy, Sid und Trike, Terence, Stinky sind bereit. Harry und sein Eimer voller Dinos. Wir springen einfach mit hinein, die Zauberreise geht jetzt los. Mit Harry und dem Eimer voller Dinos. Los, Harry! Oh, die schöne Tasse. Oh, ja, das kannst du laut sagen. Das kannst du wirklich laut sagen. Trike, wie Nana sagen würde, Wiederholung macht etwas Dummes nicht klüger. Das kannst du laut sagen. Wenn sie doch nur aus Plastik gemacht wäre, wie die von Tauri und Sid. Meine Tasse ist aber aus Blech. Hör mal. Au! Was ist mit euch allen bloß los? Seht ihr nicht, dass Harry verzweifelt ist? Harry, es müssen Tausende von Tassenscherben hier herumliegen. Danke, Terence. Und wo du gerade dabei bist, kannst du sie für uns zählen? Alles gut. 1, 2, 3, 4... Das war ein Scherz. 19, 20, 10, 21, 10... Mama wird ganz gewaltig enttäuscht sein. Ich hätte noch eine von den Tassen mitbringen sollen, die ich in der Schule gemacht habe. Ich meine, die können ja ruhig kaputt gehen. 125, 10, 126, 10. Da gibt es nur eins. Ich muss die Tasse reparieren. Gute Idee, Harry. Aber zuerst müssen wir alle Scherben einsammeln, bevor sie irgendjemand sieht. Also gut, los geht's. Auf zum Scherbensammeln. Und was ist, wenn ich in eine Scherbe trete? Da kann man sich wehtun. Also meine kommen in den Beutel rein. Ich bevorzuge den Rucksack. Ich nehme von Harry eine alte Socke. Geht. Ist da irgendwas zerbrochen? Kann sein. Was meinst du mit kann sein? Vielleicht war es nur in deiner Fantasie. Wie auch immer. Sieh zu, dass alles in Ordnung ist, bevor Mama zurückkommt. Puh. Oh. Es muss doch einen Platz geben, wo Dinge repariert werden. Auch wenn es Trillionen Scherben sind. Es gibt bestimmt einen. Und ich wette, den finden wir auch. Was haltet ihr davon, wenn wir ins Dinoland gehen? Vielleicht fällt uns dort was ein. Worauf warten wir dann noch? Los geht's! Ja. Das ist eine sehr gute Idee. Wunderbar. Bist du bereit für Dinoland, Charlie? Und wie? Wenn Harry sagt, kommen wir zur Sache, meint er es so. Das hat er von seiner Mama. Reparaturen habe ich schon in der Schule gemacht. Und ich habe dafür nur Alleskleber gebraucht. Alleskleber wird sofort geliefert. Ich suche mal mit Ihnen etwas Klebstoff. Ist gut. Ich will dir sagen, es wird langsam Zeit. Zeit wofür? Harrys Mutter kommt bald nach Hause. Du solltest Harry sagen, sie ist unterwegs. Ist sie das? Oh je. Ist das genug, Harry? Wow, das ist eine Menge. Wie viel von diesem Klebezeug wirst du denn wohl brauchen? Ohne eine genaue Anleitung ist das schwer zu sagen. Ist das richtig so? Ehrlich gesagt, etwas weniger tut es auch. Wie Nana so schön sagte, Arbeit ohne Plan ist wie eine Tür ohne Türgriff. Nicht sehr nützlich. Schau mal, Harry, eine Kaffeekanne. Und dies ist ein Fahrrad. Guck,
Eine Statue. Sind diese Ohrringe nicht so niedlich? Halt, halt! Wir können noch nicht alles Mögliche aus den Scherben basteln. Wir müssen daraus eine Teetasse machen. Er hat recht. Jetzt haben wir alle Scherben durcheinander gebracht. Wir geben Harry jetzt alle Stücke zurück und er soll sie ordnen. Nein, wartet! Ein schöner Mist. Ja, gute Freunde halten fest zusammen, nicht Harry? Harry! Wow! Was ist denn passiert? Kleben klappt nicht, Leute. Ich helf dir raus. Du solltest dich ein bisschen beeilen. Die Kuckucksuhr hat mir erzählt, deine Mama kommt nach Haus. Verlieren wir jetzt keine Zeit. Wir gehen zu Herrn Bodin. Der weiß, was zu tun ist. Wer ist Herr Bodin? Herr Bodin kann einfach alles reparieren. Du wartest drüben bei der Uhr, ja? Und achte auf die Zeit. Wenn Herr Bodin die Tasse nicht reparieren kann, kann das niemand. Hey, ist das nicht meine gute alte Nähmaschine da drüben? Und da ist meine Lieblingszuckerdose. Und meine Baseballhandschuhe. Herr Bodin! Harry! Was führt dich hierher? Ich habe leider Mamas allerliebste Teetasse zerbrochen. Die muss zusammengesetzt werden, bevor sie das entdeckt. Sonst wird sie traurig. Ja, mal sehen, was ich tun kann. Warte bitte draußen. So, das wär's. Ist die denn auch wasserdicht? Wenn sie das nämlich nicht ist, dann ist sie auch nicht teedicht. Es gibt nur eine Möglichkeit, um das herauszufinden. Oh. Tut mir leid, Harry. Ich kann zwar Sachen reparieren, aber neu werden sie dadurch nicht. Harry, die Kuckucksuhr sagt, es wird höchste Zeit, weil deine Mutter nach Hause kommt. Könnte ich doch zurück zu dem Moment, bevor ich die Tasse zerbrochen habe. Augenblick! Ich hab's! Ich brauche einfach genug Zeit, damit die Dinge wieder so werden können wie vor der Sache mit der Tasse. Eine Stunde würde reichen. Na dann los, Harry. Versuch es. Seht ihr? Eine Stunde. Harry, schau! Sie ist heil. Es hat geklappt. Ja! Alles, was ich nun tun muss, ist zurückgehen und die Tasse wieder in den Schrank stellen. Na komm, dann gehen wir doch. Kuckuck, schade, Harry. Du kannst das Dinoland erst in einer Stunde verlassen. Warum? Weil du hier noch gar nicht angekommen bist. Du kannst deinen Ort nicht verlassen, bevor du ihn erreicht hast. Nicht mal Dinoland. Er hat recht, Harry. Man kann einen Ort nicht verlassen, an dem man nicht ist. Harry, du musst die Uhr wieder so vorstellen, wie sie war. Aber dann ist die Tasse wieder zerbrochen. Du hast keine Wahl, Harry. Schade, Harry. Wir bedauern's auch, Harry. Das ist jammer schade. Wie viel Zeit habe ich vor Mamas Ankunft? Weniger als nicht viel und etwas mehr als keine Zeit. Aber Mamas wunderschöne Tasse ist zerbrochen und das muss ich wieder gut machen. Vielleicht sollten wir meine alte Tasse nehmen. Die aus der Vorschule, weißt du? Die malen wir an. Charlie, das ist eine prima Idee. Es ist zwar nicht die originale Tasse, aber besser als nichts. Schnell, in den Eimer! Leute, jetzt an die Arbeit! Fertig! Das haben wir gerade noch geschafft. Da kommt deine Mama. Viel Glück, Harry! Harry! Eins, zwei, drei, hopp!
Harry, was versteckst du denn da? Ich hab deine Teetasse zerbrochen. Harry, immer wieder zerbrechen Dinge. Aber die hattest du am liebsten. Alle Dinge können ersetzt werden. Charlie und ich haben dir eine neue gemacht. Und die Dinosaurier haben geholfen. Oh, Harry, das ist die schönste Tasse, die ich je gesehen habe. Und du meinst das auch so? Na klar, weil du und deine Freunde sie extra für mich gemacht haben. Ja!